Hallo Freunde, beziehungsweise Bonjour Freunde und herzlich willkommen zu einem erneuten YouTube-Video auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, hinter mir Eiffelturm und heute mal wieder ein Food-Vlog, aber diesmal in Paris, Freunde. Ici, c'est Paris. Und ich würde mal sagen, richtig viel. Wir fangen direkt an mit einem Frühstück und genießen noch die Aussicht. Ihr Freunde, Wild and the Moon, erste Station. Rein da. Sehr klein hier, aber sehr süß aufgebaut, Freunde. Cool. Guck mal, hier da oben steht. Bonjour, servez-vous dans le frigo. Frigo, ne? Kühlschrank, Sachen bestellen. Und dann geht's weiter. Da hinten werden auch schon ein paar Sachen angezeigt. Aber man muss hier durch den QR-Code dann Essen bestellen. Bei mir wird's, ich zeige ganz kurz hier auf dem Handy. Ich hole mir dieses Grilled Cheesy, dieses Käsebaguette. Bin echt gespannt, wie es schmeckt. Auf dem Foto sieht das schon mal wild aus, das Brot zumindest. So Freunde, man konnte sich die Sachen schon mal aus dem Kühlschrank rausholen. Das ist so ein Joghurt. Freunde, 6 Euro kostet das Ding. Junge, so groß wie meine Handfläche und da ist kaum was drin. Ne? Aber es ist halt Paris. Dann hier dieses Getränk hier, ne, mit Apfel, Granatapfel. Gurke und wie heißt das hier nochmal? Ihr wisst, was ich meine, dieses rosane Rot-Ding, das scharf ist. 7 Euro, Freunde. Paris wird sehr, sehr teuer. Junge, das ist ein Joghurt, das esse ich mit einem Löffel dreimal rein und ist schon vorbei. 7 Euro, ich bin echt gespannt, wie es schmeckt. Und mein Baguette, ich bin auch gespannt, wie lang das ist. Ne? Und 10er. Also auf jeden Fall uff, bzef, bzef. Die Marokkaner sagen bzef, bzef. Oh, sahib, bzef, sahib, bzef. Shuya, khoya. Okay, ich bin gespannt und dann gebe ich euch nachher Feedback. Hier, Freunde. Da hinten ist mein Baguette, wird fertig gemacht. Ja, sieht relativ klein aus, aber ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. So, mein Baguette ist da. Das riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, was für eine cremige Soße drauf ist. Käse geschmolzen, mit einfach nur Salat gehalten. Aber man muss ehrlicherweise sagen, es riecht sehr, sehr lecker. Ja. Quatsch mit Soße, ehrlich. Das ist echt Quatsch. Naja. Also es schmeckt einfach irgendwie da gar nichts. Die cremige Soße oder was da drauf ist, hat auch irgendwie gar keinen Geschmack. Ich weiß nicht. Also fatal. Zum Beispiel gucken wir weiter mit dem Getränk. Ja, das ist gut. Und das letzte. Das ist super. Das ist geil. Da ist sogar Apfel, glaube ich, sogar drin und diese Vanillesoße. Ja. Sagt man das? So Waldfrüchte, lilane Früchte? Ihr wisst, was ich meine. Das ist auf jeden Fall lecker, das ist mein Baguette war fatal. Ein Zwischenstopp hier bei Gosselin gemacht, eine Patisserie Boulangerie und dazu ein Eclair Vanille. Mal gespannt, wie es schmeckt, aber eigentlich schmeckt es immer sehr lecker. Sieht schon wild aus, oder? Eclair Vanille, Freunde. Das ist der Shit. Ey, sorry. Man denkt, Paris gehört mir. Freunde, wenn ihr in Paris seid, das müsst ihr auf jeden Fall probieren. Gibt's auch mit Schokolade, Kaffee, was auch immer. Schokolade, so Milchschokolade, kenne ich schon, sehr lecker. Deswegen, aber Vanille habe ich schon probiert. Ich habe jetzt Vanille probiert. Und ist Bombe, Freunde. Lecker, lecker, lecker. Nächster Spot, Dalmata. Und es regnet und ich habe keinen Regenschirm. Freunde, so sieht die Karte aus. Dann sieht so aus, dass ich jetzt Bufala holen werde. Tomaten, Mozzarella, Parmesan, Reggiano, Basilikum, keine Ahnung. Die Graphic Bufala, Freunde. Zusätzlich noch Mozzarella Sticks und Focaccia, glaube ich, heißt das. Ja. Jetzt die Mozzarella Stick. Mit die eine Tomatensoße. Ja, yeah, everything was fine. Mmh. Ist auf halb. Aber très très bon. Das heißt, sehr sehr lecker. So Freunde, die Pizza ist jetzt auch da. Coolala. Sieht schon wild aus. Im Hintergrund ist ein bisschen leerer geworden, aber irgendwie auch die Musik ist lauter geworden. Jetzt probiere ich die Pizza für euch live. Ja.
Bueno, bueno. Richtig? Grazie. Ob es irgendwas auf Italienisch? Mamma mia. Ja. Dalmata vorbei, all in all, mit den Sticks und das Brot, 6,5 geben. 6,5. 7 bis 6,5. Die Pizza war in Ordnung. War nicht so wow, hab schon mal bessere gegessen. Aber diese war okay, war in Ordnung. Kann man machen, preislich 16 Euro habe ich, glaube ich, später gekostet. Dann diese Sticks 8 Euro. Das Brot 4 Euro. Ja. Ist halt Paris, ne? So, letzte Station für heute, Krispy Kreme. Und die Schlange geht bis keine Ahnung wohin. Es soll hier ein bekannter Donutladen, kommt aus USA. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob es schmeckt. Also Eli und Sydney, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ne? Wahrscheinlich schon. Die meinen, das war eine 10 von 10, deswegen will ich es auch probieren. Da sind die Donuts, die vorbereitet werden. Ich glaube, da hinten ist jemand am Arbeiten, genau. Da kommen sie, die Dinger. Da kommen die. Donuts. Und dann? Die da hinten werden umgedreht. Upp. Nice. Bonjour. Schön. C'est vraiment un typique européen, on connaît pas ce genre de choses. Oh my god. Wie sagt man jetzt auf Englisch? Stay safe. Ich kann kein Englisch, pardon. Hier war die Fritteuse, was auch immer. Dann hier durch und dann über die Pizza. Oh mein Gott, sind die geil aus. Die glänzen auch so schön. Da sind die Dinger, 6 Stück. 12,50 Euro. 100% original. Merci beaucoup, Madame. De rien. So, Donuts haben wir jetzt. Jetzt ab nach Hause und dann werden die dort probiert. So, Freunde, endlich zu Hause. Hier sind die. Oh, die riechen schon sehr, sehr lecker. So, Eli, Sydney, mein 10 von 10. Bismillah, ich probiere mal jetzt, dass eine 10 von 10 ist. Ich glaube auch, sind die besten Donuts, die ich jetzt gegessen habe. Weil sie sind so schön weich und so einfach gemacht. Mmh. 10 von 10. Und in diesem Sinne, Freunde, so kann ich den Tag beenden. Bis morgen. Peace out. Bonjour, Freunde. Tag 2. Food Vlog fortfahren. Frühstück konnte ich leider nicht machen, weil ich morgens mit einem anderen Content Creator Videos gedreht habe und halt direkt rausgegangen bin. Von 9 bis 12, 13 Uhr, glaube ich, das ganz schnell. Aber jetzt befinde ich mich gerade auf die Champs-Élysées und werde erstmal was Kleines gegessen. Und zwar, das ist kein Restaurant oder so, sondern was in Deutschland gibt es gar nicht. Das nennt man, ist auch so eine Fastfood-Kette. Das nennt man Quick. Hier, Freunde, Quick. Da, als ich noch sehr jung war und Frankreich noch gelebt habe, ich habe es geliebt. Also es war viel besser als Mc's und Burger King. Deswegen gehe ich jetzt hier rein und die Erinnerungen kommen wieder hoch. Ich weiß gar nicht, was alles noch gibt, vielleicht hat alles geändert, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was ich jetzt hier bestelle. Stellt 1363, genau so. Ich verlerne schon Deutsch, weil ich in Frankreich bin. Und es ist sehr, sehr, sehr viel los. Ich habe mir einen Longfish geholt und eine Pommes. Und als Getränk gab es sogar Cherry Cola. Auch sehr, sehr lecker. Aber Cherry und Vanille noch besser. Aber gab es leider nicht. Immer noch hier am Warten. Ich dachte jetzt, ich habe bei 13,24, ne, es geht immer 13 weiter. Ich dachte, wenn die irgendwelche Zahlen werden übersprungen, gehen einfach Zahl für Zahlen durch. Und jetzt haben wir, ist sie wieder rückwärts am Zählen. Junge, 24 bis 63. Kann schon lange warten. Wir sind gerade bei 48. Na, auf einmal sagt die wieder 47, 46. Junge. Ich drehe gleich durch, Mann. So viel zu heiß hier drin. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass das deutlich größer war. Und was blinkt da die ganze Zeit hier? Naja. Käsesoße. Ich hoffe, es schmeckt immer noch wie früher. So, Freunde, ich probiere mal mein Liter Long Fish. Ja. Das schmeckt immer noch so gut wie früher. Also wenn ihr in Frankreich seid, Quick ist auf jeden Fall deutlich besser als bei McDonalds und alle anderen Fastfood-Ketten. 9 von 10. Also die Wertung des Fastfoods, Mc's etc. 9 von 10. Das Dose ist auf jeden Fall deutlich besser. Das Brot ist deutlich besser. Die zwei Sachen, das macht halt aus. Deswegen ist der Burger an sich auch besser. So, draußen
Frage mir ganz wichtig. Also mit der Bewertung, Freunde, nochmal. So McDonald's Burger King Level. Das ist eine gute 9 von 10, weil es mein Lieblingsburger ist, was Fast Food angeht. Nicht alle Burger, die ich mein Leben gegessen habe. Natürlich nicht. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen McDonald's, bla 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 bla, ne? Würde ich dann Quick nehmen. Nächste Station, Freunde, ist auch schon abends. Libertino. Fleißig am Kochen hier. Italienisches Restaurant, Freunde. Ich bin mal gespannt, wie das Essen dort schmeckt. Freunde, der Laden ist richtig süß aufgebaut. Richtig cool. Wenn ich das richtig gehört habe, ist der italienisch. Also, guten Abend, Bonsoir, war das richtig? Ich weiß nicht. Oder ich habe nur falsch verstanden, der hat nur Bonsoir gesagt. Aber ich glaube, Bonsoir ist, glaube ich, richtig. Der Teller ist auch ganz cool. Sagittario. Was heißt das, Freunde? Gerne unter den Kommentaren reinschreiben. Guckt euch mal diese Wasserflasche an. Einfach ein Fisch. Sehr traditionell hier alles irgendwie. Man musste wieder mit QR-Codes, Freunde, und ich habe mir das hier. Tagliolini Agli Scampi. So Garnelen mit Spaghetti. Hört sehr lecker an. Freunde, ich habe schlechte Neuigkeiten. Meine Garnelen gab es nicht. Dafür noch Potato, Mozzarella. Merci beaucoup. Perfektes Timing. Gracias. Ist richtig? Grazie. Grazie. Grazie ist Spanisch. Grazie, grazie Italienisch. Und Buon Appetito heißt es. Ist es richtig? Buon Appetito. Buon Appetito. Buon Appetito. Buon Appetito. Grazie. So, Potato mit ein bisschen Tomatensoße, Freunde. Ja. So lecker. So heiß, aber so lecker. Das sind so geil, die Dinger. Vorspeise. Boah, ist das geil, die Tomatensoße. Wow. Mach mal auf, bitte. Wow. Weltklasse hast du es gemacht. Jetzt Burrata, Freunde, mit Tomatensoße. Ja. So erfrischend. Wow. Ist dieses Blatt hier? Es gibt selten 10 von 10, aber dieses Blatt echt eine 10 von 10, Freunde. Und jetzt kommt die Hauptspeise, Freunde, Spaghetti. Ja. Sehr lecker. Aber was soll ich beschreiben? Es ist einfach nur Tomatensoße mit Mozzarella oben drauf. Burrata, Freunde, sorry, Burrata. Also es ist gut, nicht, dass die Italiener jetzt unter den Kommentaren jetzt Hasskommentare schreiben. Aber es ist echt lecker. Es ist halt eine süße, süßliche Tomatensoße. Man kann nicht viel dazu sagen, aber es ist halt sehr lecker. So, ganz wichtig, Dessert darf auch nicht fehlen. Sieht aber irgendwie auch nicht wie ein Dessert. Namen vergessen, irgendwas mit Ananas. Und das ist Il au Lendemain. Irgendwas mit Popcorn karamellisiert. Genau so, Kuchen. Und das nochmal Ananas. Carpaccio Ananas. Jetzt habe ich raus. Vielen Dank. Hier ist noch Vanillepudding oben drauf. Das sieht schon mächtig aus und ich bin echt gespannt, wie es schmeckt. Ich probiere das erste, sehr fluffig hier. Mit ein bisschen Popcorn hier drauf. Mit einfach nur Karamell. Echt richtig leicht. Also das kriegt man so schnell runter. Mit Popcorn. Aber es schmeckt, ich schwör's euch. Schmeckt irgendwie. Man muss ein Karamell-Fan sein. So schmeckt das eigentlich nicht. Aber ich liebe ja Karamell, deswegen schmeckt es mir auch. So, jetzt Nummer 2. Numero 2. Dos. Hier war es mit Ananas. Lassen wir das auch noch hier mit rein. Oh, jetzt fehlt das hier. So, ja. Schmeckt nicht nach Ananas. Schmeckt irgendwie am Maracuja. Aber sehr fruchtig, ehrlich. Auch sehr lecker. Das eine ist sehr süß und das ist sehr fruchtig. Also beide schmecken sehr gut, ehrlich. Guten Appetit. Freunde, noch etwas entdeckt hier. Mit dem QR-Code hier. Man bestellt über den QR-Code und man bezahlt über den QR-Code. Das heißt, hier auf dem Tisch direkt mit Karte, BAP, fertig. Keine Kopfschmerzen, irgendwo hingehen. Ihr könnt auch Trinkgeld da eingeben. Google-Bewertung, Bewertung, alles mit, alles durch diesen QR-Code. Alle anderen Restaurants in Deutschland bitte genauso. Ich sitze am Tisch, esse, natürlich gibt es einen Kellner, der mir das Essen bringt und so. Dann bezahlen, gar nicht viel machen. Wenn du fertig bist, zahlst du über den QR-Code.
und ab raus hier. So Freunde, full, auch spät Abend jetzt, sehr satt, war sehr sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Ich würde eine 8 von 10 geben, Service war top. So, Service war top, Essen war top. Das mit dem QR-Code überragend. Man hat auch vor Ort WLAN, auch super. Also, falls ihr kein Netz habt, WLAN, könnt ihr auch Essen bestellen und über den QR-Code bezahlen. Das ist direkt alles am Tisch. Das ist eine super, super, super Erfindung. Deswegen Deutschland bitte auch machen. Wenn ich immer an der Kasse so lange stehen muss und dies und das und jenes. Und ja, Freunde, Tag 2 ist um. Wir sehen uns morgen. So, starten wir den Tag mit dem Frühstück da hinten. Royal, let's go. So sieht die Karte aus, Freunde. Und ich habe mir jetzt Omelette, Mix Gold, Käse und ohne Jambon, also ohne Schinken. Cool sind diese Untersitzer hier. Le Royal. Hier ist mein Jus d'Orange und man sieht, dass das frisch gepresst ist. Seht ihr die Stücke hier? Nice. Mein Omelette sieht ein bisschen langweilig aus. Aber da zusätzlich noch bestellt so ein Toast mit Avocado, Ei, Zwiebeln, Tomaten. Das könnte sehr geil schmecken, das glaube ich schmeckt auch sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay, die Kappen sind sehr hart innen und hier ist alles weich. Das ist überall Zwiebeln lecker. Krank. Ja, ist lecker, aber nicht so nichts Besonderes. Man schmeckt den Käse nicht raus. Aber da kann ich nicht viel sagen. Schmeckt trotzdem. Hier ist der Käse. Vorher habe ich ihn nicht rausgeschmeckt, aber hier. Und jetzt macht die Sache ein bisschen besser. Viel mehr so zentral der Käse. Und am Ziel oben drauf, perfekt. Probier mal den Jus jetzt. Ja. Ja, sehr, sehr süß. Normalerweise nicht mal so sauer, aber der ist sehr, sehr süß und sehr, sehr lecker. Das ist er. Französischer Jus d'Orange von mir. So muss er schmecken. Die Rechnung kam so, ne? Die Rechnung hat er über den, wie heißt das nochmal, Untersetzer. Dann mache ich das genauso. Ich lege ihm das Geld auch unter den Sitzer. Frühstück dann, Freunde. War sehr lecker. Ich würde. Also, dieses Toast mit Avocado war überragend, ehrlich. Das war wow, das ist richtig geflasht. Ehrlich, 10 von 10. Also, ihr müsst, wenn ihr Avocado liebt, super. Rührei. Ne, Omelette, sorry, Omelette. Der Käse kam erst nach. Der war so viel. Der war relativ in der Mitte. Käse würde ich so sehen. Nicht Käse. Omelette würde ich 7 von 10 geben. All in all, Jus d'Orange war auch sehr lecker. 9 von 10 war sehr, sehr lecker. Und ich bin schon hier am Louvre. Leiser. Und die Sonne scheint, Freunde. Nice. So, Freunde, der letzte Tag in Paris. Man sieht, die Straßen sind komplett sauber, ne? Also, ich glaube, ich war ja wie gesagt nur im Apartment. Ich wollte vom Fenster aus gucken, ob irgendwas geht. Also, was feuerwehrmäßig. Aber gar nichts. Auch jetzt hier, wir gehen jetzt Frühstück, das letzte Frühstücksspot, heute ist der letzte Tag. Ja, und das war's mit Paris, Freunde. Sehr geil gewesen hier. So, dahin ist der Frühstücksort. Paperboy. Let's go rein da. Paperboy, Freunde. So sieht die Karte aus. Und guck mal das Beste. Man kann einfach hier drauf malen. Hier. OSS. Ich bin Rechtshänder, aber ich schreibe mit links, weil ich mit der Kamera, ne? OSS. Und die Soccer Skills. Hier Tuna Melt, ein Sandwich mit Thunfisch und Ei. Dann noch so ein Cookie. Pinabat Cookie und Schokolade. Schokolade. Dein wird alles ready gemacht. Sieht das cool aus. Slam Jam, kann man das heißen soll? Ich fühle mich hier wie ein Kind. Ich weiß nicht warum, voll geil hier zu malen. Wenn ihr auf Essen wartet, einfach hier rummalen. Einfach jetzt einen Menschen mal, guck was ich jetzt mache, oder? Ich zeig euch kurz was. Hier ein Strichmensch, ne? Donc, hier kommt die Zunge, dann hier so, ne? Dann Augen, zack, 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 zack. Jetzt habt ihr einen Hund. So, da sind die Peanut Butter Cookies. Boah, die sind schon fett und wild aus. Probier mal den Cookie jetzt schon mal, ne?
Oh mein Gott. Ist der weich. Oh mein Gott. Und der so schön gefüllt. Boah, ist der geil, Freunde. So sieht mein Sandwich aus mit Thunfisch. Sogar Chips haben wir bekommen. Boah, jetzt reinbeißen, ne? Ist das knusprig, boah. Vergesst es, sehr, sehr geil, Freunde. Sehr, sehr geil. Freunde, die Chips sind Quatsch. Ehrlich, sind die salzig, ich schmeck einfach nach gar nichts. Pepperboy raus. Ja, war sehr lecker. Sehr lecker. Aber auch sehr teuer, leider. Aber im Großen und Ganzen 8,5 würde ich geben. So, Freunde, wir sind jetzt am Ende. Hier ist auch noch die Aussicht. Food Vlog ist dann. Abgehakt. Paris Trip ist auch dann. In diesem Sinne, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Kommentiert mal, ob ihr schon mal in Paris wart. Und das Wichtigste, abonnieren, Freunde. Abonnieren ist kostenlos. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und genießt noch hier unser Sacré-Cœur im Hintergrund. Tschüss.